Ich habe hier die Kontakte, die werden auch heute der Kontakte.
Mitarbeiter der Hauptgeschäftsstelle und dem Organisationsteam zu bedanken. Sie alle haben mit viel Herzblut und Engagement dafür gearbeitet, damit wir hier eine schöne Siegerschau erleben durften. Und ich glaube, wir hatten eine sehr schöne Siegerschau. Das ist dem Team der Hauptgeschäftsstelle und dem Organisationsteam vollends gelungen und dafür meinen ganz herzlichen Dank. Ein besonderer Dank gilt auch meinem Team im Ring, die mir über das ganze Wochenende die Arbeit deutlich erleichtert haben, weil sie absolut Hand in Hand gearbeitet haben und alles perfekt klappte. Auch bei euch ganz herzlichen Dank für eure Mithilfe. Kommen wir zur Klasse. Die Gebrauchsklasse Rüden ist von sehr guter Qualität. Grundlagen meiner Beurteilung haben sich nicht geändert. Der Restestandard ist und bleibt unsere Arbeitsgrundlage. Ein besonderes Augenmerk muss weiterhin auf die Stabilität der Hinterhand gelegt werden. Gerade diese Übertypisierung, ich hatte das vorhin bei den Landstadtteilen schon gesagt, schadet dem Verein und unserem Ansehen in der Öffentlichkeit in besonderem Maße. Es muss aber auch ganz deutlich gesagt werden, dass bei der Beurteilung sehr wohl ein Unterschied zwischen Einschränkungen in der Stabilität der Hinterhand und einer stabilen Hinterhand mit enger Schrittfolge gemacht werden muss. Dies wird oftmals, insbesondere in unseren sozialen Medien, und ich habe ja gestern auf dem Begrüßungsabend einen Namen genannt, vielleicht ist sie hier, ich weiß es nicht, Leona Krebs. Vermutlich vermischen diese Menschen, die sich auf Facebook zu kynologischen Themen äußern, genau diesen Unterschied zwischen einer instabilen Hinterhand und einer engen Schrittfolge bei stabiler Hand, und es wird alles in einen Topf geworfen. Jedes Jahr kommen neue Hunde aus den unteren Klassen dazu, natürlich mit entsprechenden Vorplatzierungen und demzufolge entsprechende Erwartungshaltung seitens der Eigentümer. Es muss jedem Richter gestattet sein, sich über die Hunde ein eigenes Bild machen zu können. Nicht immer können die Erwartungshaltungen aufgrund der Vorplatzierung aus der Jugend- und Jugendklasse erfüllt werden. Auf der anderen Seite müssen die nachrückenden, qualitätsvollen Hunde aus den unteren Klassen entsprechend einplatziert werden, was in der logischen Konsequenz zur Folge hat, dass Hunde aus dem Vorjahr möglicherweise ihre Platzierung nicht halten können. Nach wie vor bilden die Ortsgruppen und Landesgruppen Zuchtschwan das Rahmengerüst für diese Veranstaltung. Auf der Siegerschau selbst kommen dann noch weitere Themen dazu. Parameter wie Zuchtwertzahlen, Nachkommen, Blutlinien, aber auch das Ergebnis einer TF-Überprüfung und natürlich die Präsentation am heutigen Veranstaltungsteil, was dann letztendlich diese Platzierung ausmacht. Ich habe versucht, möglichst viele Hunde nach verschiedenen Vätern in der Spitzengruppe zu platzieren. Leider ist es aufgrund der momentan vorherrschenden Blutlinien des möglichen des vergangenen Jahrzehnts, Remo, Omen, Opus, Billigeri, nicht immer möglich, den Züchtern plötzlich eine Vielzahl an qualitätsvollen Hunden mit alternativer Abstimmung zur Zucht zu empfehlen. Dort, wo es mir aber möglich ist und erscheint, werde ich weiterhin versuchen, Hunde mit alternativen Blutlinien zu platzieren, sofern sie die Qualität haben und somit auch den Züchtern dann angeboten haben. Die Eigentümer der Hunde, die an diesem Wochenende gezeigt wurden, können, und ich habe es mehrfach schon gesagt, stolz auf ihre Hunde sein. Diese Hunde gehören zu den weltbesten deutschen Schäferhunden im Bereich Stockfarben. Und darauf dürfen sie als Züchter und Eigentümer ganz, ganz besonders stolz sein. Unabhängig von welcher Platzierung, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Sie haben einen der besten deutschen Schäferhunde der Welt und haben ihn dieses Jahr auf der Bundesliga Zuchtschau Weltchampionat 2024 vorgeführt. Und sie sind sogar im besten Ring dieser Klasse. Und das dürfte und sollte sie mit Stolz erfüllen und damit mit diesem Stolz, mit dieser Freude an ihrem vierbeinigen Freund, sollten sie auch heute Abend oder morgen, je nachdem, nach Hause fahren. Bei der Bewertung dieser Hunde dürfen das Herkunftsland, die Namen der Züchter, Eigentümer oder Halter keine Rolle spielen. Einzig die Qualität der Hunde für die Erhaltung und den Fortbestand unserer Rasse ist das anzusetzende Kriterium. In der Gebrauchsklasse Rüden-Stockhagen waren
93 140 Tiere gemeldet, 93 Hunde sind in die Standbrustung gegangen. Hier in diesem Ring verbleiben 62 Hunde. Alle diese 62 Hunde erhalten die Bewertung vorzüglich. Für die Aufnahme in die Auslesegruppe gibt es nach meinem Dafürhalten verschiedene Parameter. Zum einen die anatomische Qualität des Rüden, verbunden mit nachgewiesener Vererbungskraft einer vorgestellten Nachkommengruppe. Zum anderen eine alternative Blutführung, dann auch ohne Nachkommengruppe, allerdings wenn der Rüde selbst die entsprechenden Qualitätsmerkmale erfüllt. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass im Laufe des letzten Jahres leider junge Hunde verstorben sind, die für mich dieses Jahr absolut den Sprung in die Ausleseklasse geschafft hätten. Die Aufnahme in die Ausleseklasse, in diese Eliteklasse, muss kynologisch nachvollziehbar sein unter den genannten Aspekten. Glauben Sie mir, ich hätte gern mehrere Hunde in die Ausleseklasse genommen. Am heutigen Tage vergebe ich 6-mal die Bewertung vorzüglich Auslese. Sieger des heutigen Tages, Neo Team Hünegrab, der Jugendsieger 2021 und der Sohn des Siegers Ascher aus der Brunnenstraße, ist ein korrekt aufgebauter, sehr ausdrucksvoller Rüde mit sehr schönem Hütengefühl. Er zeigte sich während der Saison in guter Verfassung, mit großer Lauffreude im robusten Schäferhundwesen. Mio ist weitläufig auf Vegas, Zamp und Hochkinn gezüchtet. Über seine Runde Zierer Hünegrab, Tochter der Gamba aus dem bekannten Nero Hünegrab, ist er beruflich absolut abgesichert. Er stellt heute seine zweite Nachkommengruppe vor, die sowohl in Bezug auf die Größe als auch die Qualität der Nachkommen absolut überzeugen konnte. Mehrere hochplatzierte Nachkommen gehen daraus hervor, erfreulicherweise bereits auch auf der Rübenseite. Mio zeigt sich am heutigen Tage in hervorragender Verfassung, konnte in jeder Phase der Gangwerksprobe auch ohne Leiden überzeugen. Die anatomische Qualität, verbunden mit der heutigen Vorstellung, aber auch unter Einbeziehung seiner starken Nachkommengruppe mit vielen großen Einzeltieren, hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass Mio würdiger Sieger des Weltchampionats 2024 ist. Ich gratuliere ganz herzlich. Ich darf die ersten 30 Hunde hier im Ringplatz bitten zu verbleiben für die Siegerehrung. Von den ersten 10 Hunden werden Filmaufnahmen gemacht. Ich bedanke mich bei den übrigen Hundeführern und Hundeführerinnen ganz herzlich für das sportliche Vorführen. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihren Platzierungen und darf Sie bitten, die Tiere auszuführen. Vizesieger der Quantum Schonenrosen. Ein Sohn des Zuchtsiegers Mondo wurde im letzten Jahr ebenfalls für den Auslese-Score bewertet. Er hat nunmehr den absoluten Reifegrad erreicht und den Höhepunkt seiner Ausstellungskarriere. Er ist auf Remo weitläufig auf Vegas und Omelin gezüchtet. Bei betonter Gebäudestreckung zeichnet er sich aus durch seine Knochenkraft, sein prägnantes Gepflege, seiner lobenswerten Pigmentierung und seinem unbändigen Laufwillen. Über seine Mutter Irma geht er mütterlicherseits auf die besten vererbten Shakira Pendler zurück. Zum dritten Mal stellt Quantum eine Nachkommengruppe vor, die von ihrer Qualität überzeugen kann. Die Qualität seiner Nachkommen sowie sein persönliches Erscheinungsbild bestätigen seinen Zugwert. Auf der Rückenseite lässt allerdings ein Nachfolger derzeit noch auf sich erwarten. Quantum wird verdientermaßen zum zweiten Mal Vizesieger dieser Klasse. Ich gratuliere ganz herzlich und bitte anzutragen. An dritter Stelle, vorzügliche Auslese 3, Chivago Badol, wurde nach der Bewertung SG10 in der Jugendklasse letztjährige GDV-Auslesegruppe aufgenommen. Er zeichnet sich aus durch seine Knochenkraft mit seinem sehr guten Gepflege und seinem absolut robusten Schäferhundwesen. Chivago ist als Utrosom eine blutige Alternative in deutlicher Verbesserung des größten Grundwertes des Vaters. Er führt in der Vaterlinie in jeder Generation einmal Remo, die aber nicht über Omen fortgesetzt wird. Den Vater und Mutter in die Oberbackbord führen, dürfte dies ein Garant für das robuste Schäferhundwesen sein.
gestern auf Wallabie, Weinkoffee, eben gezüchtet, sowie auf Bodenplatz. Erstmal stellt Shimano eine für das erste Aufschreiben überzeugende Landraumgruppe. Die Tiere zeichnen sich aus mit Knochenkraft und Gehalt. Ich gratuliere ganz herzlich, vorzüglich Auslese 3 und ich bitte anzutragen. Vorzüglich Auslese 4, Arminius Kloster Steinberg. Er war im Jahr 2022 in der Jugendklasse mit SG 14 bewertet, wurde im letzten Jahr von mir aufgrund seiner alternativen Blutführung ebenfalls in die Auslesegruppe aufgenommen. Er ist ein ausdrucksvoller, korrekt aufgebauter Bühne ohne jegliche Übertreibungen. Er bietet über seine Vaterlinie auf Hatsch Eichenplatz weiterführen und dreißig Körperspruch auf den Quenhöherweg eine glückliche Alternative für unsere Züchter. Arminius ist Weitkoffi in 4. und 5. Generation hingezüchtet auf Pep, Quen, Zamm sowie den Einbruch und Kempersee. In der Mutterlinie ebenfalls bestens abgesichert über die Hündinnen der Zuchtstätte von Namur, über die Vorarinnen Kalaya und Weimona Namur. Die Mutterlinie zeigte sich insbesondere mit überdurchschnittlich hohem Röntgenanteil auf. In der Mutterlinie ist Remo einmal in der 5. Generation vertreten. Auch Arminius dürfte mit seinem korrekten Gesamtaufbau, seiner eindrucksvollen Erscheinung und seiner glücklichen Alternativführung ein Angebot an unsere Züchter sein. Arminius ist erst nach der Aufnahme in die Auslesegruppe Züchter stärker angenommen worden, was mich durchaus in meiner Entscheidung des letzten Jahres bestätigt. Dem zufolge ist das eine Nachtgeburt, war aber zu erwarten, dass diese Nachtgeburt nicht zwingend vorgestellt wird. Und auch wenn es im letzten Jahr Bilder gab, die den Hof einmal in einer ungünstigen Sekunde gezeigt haben, man hat das im Internet reingetreten und versucht, diesen Bild schlecht zu machen. Arminius hat heute eine hervorragende Präsentation gezeigt und ich glaube, dass er diese Bewertung absolut verdient hat. Ich gratuliere ganz herzlich. Bitte anschauen. Wir sehen als nächstes Zandauer Franco, ebenfalls ein korrekt aufgebauter Bühne ohne jegliche Übertreibung. Franco demonstriert flüssige, raumgreifende Gänge bei später Erhabenheit und verfügt ebenfalls über ein großes Schäferhundwesen. Bei der TSB-Überprüfung zeigt er eine überdurchschnittliche Leistung. Er ist weitläufig auf einem Rollerweiher und St. Terminus gezüchtet und bietet über seinen Vater den Auslesenruhm Shimano hinten Anschluss an die Kantelinie. Mütterlicherseits ebenfalls bestens abgesichert, er führt in der Mutterlinie einmal Remo Vorführung über Opus. Franco bietet insbesondere über seine alternative Vaterlinie in Verbindung mit seinem korrekten anatomischen Aufbau und seinem robusten Schäferhundwesen eine interessante Alternative für unsere Züchter und deshalb habe ich ihn im letzten Jahr auch in die Auslesung aufgenommen. Mit seinem korrekten Gesamtaufbau und seinem robusten Wesen, seiner möglichen Alternative, sollte er nach wie vor ein interessantes Angebot darstellen. Er stellt diesjährig erstmalig eine Nachtgruppe, die überzeugen konnte. Zwei Hündinnen sind in der Jugendklasse relativ hoch bewertet. Beachtenswert ist der absolut niedrige Zuchtwert von 67. Ich gratuliere ganz herzlich und ich bitte anzutraben. Vorzüglich Auslese 6, der Grimm de la Bacuria. Vize-Jungbundsieger des Jahres 2022, Entschuldigung bitte, wurde im letzten Jahr mit vorzüglich 1 bewertet. Grimm ist ein ausdrucksvoller, korrekt aufgebauter Hügel mit korrekten Winklungen. Als Sohn des ebenfalls mit VA bewerteten Wagen Leona Antico ist er auf die bestens vererbende Yamaha Hünegram sowie Weinbold auf Vegas und Zahn gezüchtet. In der Mutterlinie ebenfalls abgesichert über die Unterlinie die ebenfalls Mutter des Jahrebeitrüger und des diesjährigen Jugendsiegers Rehbeitrüger ist. Weiterhin ist die Großmutter des letztjährigen Jugendsieger Jägi Chimani. Diese abgesicherte Blutführung dürfte auch der Garant für die Vererbungskraft von Grimm sein. Er stellt mit seiner ersten Landraumgruppe, die zugleich auch die größte war, eine absolut überzeugende Gruppe, die in den unteren Klassen, insbesondere auch auf der Hügelseite, eine Vielzahl hochplatzierter Hügel bringt. Auch wenn Grimm während der Saison hinsichtlich seiner Verfassung und Präsentation nicht immer überzeugen konnte, kann und darf die Vererbungskraft dieses Rügen, die er heute mit seiner Nachkommengruppe unter Beweis gestellt hat, chronologisch nicht übersehen werden. Und ich lasse mich bei meiner Entscheidung keineswegs von ihm
irgendwelchen Facebook-Aktivisten, die da Leonhard Krebs heißen oder Barbara S., durch ständig wiederkehrende Posting beeinflussen. Mit einer solchen Nachkommengruppe und mit dieser bewiesenen Vererbungskraft hat er die Aufnahme in die Frau-Wahlgruppe verdient, auch wenn er vielleicht am heutigen Tage nicht in der absoluten Topform ist. Ich gratuliere ganz herzlich und bitte anzufragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Vorstellung der Auslöserklasse Rüdenstock-Hart ist die Bundesliga-Zugschau 2024 beendet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass Sie als fachkundiges Publikum bis zum Schluss hier dabei gewesen sind, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und dass Sie zusammen mit uns diese wunderschönen Hunde begutachtet und Freude daran gehabt haben. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Heimfahrt. Heute oder morgen bleiben Sie gesund. Wir werden uns auf einer der nächsten SV-Veranstaltungen sehen. Ganz herzlichen Dank.